Das Wichtigste aber, es gibt einen kleinen Trick beim Zwiebelschneiden, mit der Wurzel nach oben reingeben in den Halter und jetzt schneide ich mit einem Messer einmal, zweimal und ein drittes Mal ein und zwar so, dass die Schnitte quer zu der Schnittrichtung der Messer sind. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, wunderschöne, feine, kleine Zwiebelwürfelchen zu schneiden. Und ich glaube, dass nicht einmal der beste Koch kann annähernd so schnell, so appetitlich sauber die Zwiebel abschneiden. Sag, Peppi, wie kann ich denn den Küchenstolz-V-Hobel reinigen? Na, einfach nur ins Wasser und schon ist der Küchenstolz-V-Hobel wieder sauber. So schnell, so leicht, so einfach ist er auch gereinigt. So einfach. Ideal für mich. Aber das alles war noch keine Sensation. Jetzt nehme ich die erste Platte raus, schiebe die zweite Platte ein mit den großen, mit den starken Messern und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch diese gewählte Form, durch dieses neue patentierte System Pommes frites zu schneiden, wie wenn es Butter wäre. Fingerschutz, rein in den Halter und zack, 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 mit wenigen Handgriffen, herrlich geschnittene Pommes frites. Das geht ja schnell, und das für eine ganze Fußballmannschaft. Aber wir schneiden mit diesem Küchenstolz-V-Hobel nicht nur Pommes frites, wie wenn es Butter wäre, sondern auch blättriges, also Blattgemüse wie Stangensellerie. Das mit der teuersten Maschine nicht annähernd so zu schneiden war, schneiden wir appetitlich sauber hier runter. Dieser Küchenstolz-V-Hobel ist praktisch unentbehrlich und die kleinen Gemüsereste gabe, wie du schon weißt, niemals mit der Hand, sondern immer mit dem patentierten Fingerschutz, mit dem Restehalter bis zum letzten Stück aufschneiden. So schnell, so leicht, so einfach muss es funktionieren. Und jetzt ein kleiner Tipp für alle Hausfrauen. Eine ganze Pfanne voll nackigen Gemüse, eine sogenannte Gemüsepfanne und schau, das machen wir gleich direkt so, wir haben nämlich hier Ausnehmungen, das heißt, auf die kalte Pfanne aufsetzen und dann mit dem Küchenstolz jedes Gemüse einfach hier reinschneiden. Das geht mit dem Restehalter so schnell, so leicht, so einfach, dass es Leute gibt, die schneiden jeden Tag Gemüse, auch wenn sie das gar nicht brauchen, nur weil es so schön geht. Für Lätschelgemüse schneide ich die Zwiebel dazu. Wir können sogar mit diesen Messern Tomaten schneiden. Das kannst du zu Hause nicht einmal in Scheiben. Ich kann das sogar hacken. Lätschelgemüse mit wenigen Handgriffen in der Pfanne appetitlich und sauber geschnitten. Und ein solch perfektes Ergebnis erhalte ich nicht nur in der Pfanne, sondern meine Gemüsesalate schneide ich gleich direkt in die gewünschte Salatschüssel. Aber es kommt noch besser. Nehme ich die Platte raus, drehe sie noch einmal um auf die Rückseite, dann sind wir jetzt beim Gemüsehobeln. Das heißt deswegen Gemüsehobel, weil wir auch hauchdünn und ganz fein schneiden können. Kraut bitte vierteln oder halbieren, den Strunk nicht herausnehmen und jetzt schon Hergabe. So muss es drauflegen, dann haben wir die richtige Schnittfläche für Krautsalat. Das ist sensationell, wenn man Kraut so fein, so appetitlich schneiden kann. Also das ist wirklich sauber geschnitten. Und wenn das Gemüse kleiner ist, dann können wir alle Stifte vom Restehalter ausnützen. Das heißt, wir nehmen ein, zwei oder drei Radieschen. Hier drinnen sind die Stifte, die halten das Gemüse. Wir können den ganzen Hohlraum ausfüllen, drücken oben nach und schneiden appetitlich sauber eine Scheibe wie die andere bis zum letzten Rest fertig. Genauso hauchdünne Zwiebelringe, super feine Gurkenscheiben oder natürlich jedes Gemüse, wie zum Beispiel Lauch, wenn ich den für die Suppe ganz fein haben möchte, schneide ich mit diesem Nobelhobel appetitlich sauber, rationell, sparsam und schnell auf. Und jetzt, Gabi, jetzt kommt eine Sensation. Paprika schneiden wir von der unteren Seite an, das heißt der Schwanzerl weg, den Paprika kastrieren und zwei, dreimal anhobeln. Erster Vorteil, kein Verlust. Zweiter, mit einem Handgriff die Kerne heraus und jetzt das Endprodukt, wunderschön dünn geschnittene Paprikaringe und der dritte Vorteil, kommt, wenn es dem Ende zögert, Schutz drauf, nachdrücken, rauf, runterschneiden und appetitlich sauber bis zum allerletzten Fragment. Diese Paprikaringe sind nicht nur hauchdünn, sondern wunderschön, appetitlich sauber geschnitten. So fein und gleichmäßig. Haben Sie das alles gesehen, liebe Zuschauer? Der seit Jahren bekannte und bewährte Küchenstolz V-Hobel mit Rohkostreibe, Turboschäler und Fitnesssaftpresse bringt Gesundheit und Fitness in Ihr Leben. Genießen Sie dekorative Salate, leckere Gemüseplatten, bekömmliche und auch exotische Rohkostgerichte und frische, gesunde Säfte. Alles zusammen zum super Sonderpreis von nur 39,79 Euro. Rufen Sie gleich an. Noch nicht bestellen, würde ich sagen, noch zuwarten, es kommt noch was Besseres. Wirklich? Wir haben einen Rohkostschneider aus der Küchenstolz-Serie, der hat drei Funktionen. Rohkostschneiden mit 26 feinen Edelstahlmessern, Gemüse einfach nur der Längsseite nach einspannen, natürlich passt auch der Restehalter vom Grundgerät hier drauf und jetzt schneiden wir wunderschöne Julien-Salate in feine, hauchdünne Streifen. Also das Gemüse wird nicht zerrieben, sondern wunderschön über das Edelstahlmesser geschnitten. Nicht nur Karottensalat, selbst weiche Früchte wie zum Beispiel Zucchini oder Gurken werden nicht gedrückt, werden nicht zerrieben, werden nicht zerquetscht, werden appetitlich sauber, genauso wie Rettich, saftig, appetitlich sauber aufgeschnitten. Radieschen für den bunten Salat, Gurken für leckeres Tzatziki und Freunde, die italienische Küche schneiden Käse für die Pizza. Parmesan und Käse reiben.
Parmesan zeige ich dir später. Zuerst die Nummer 2, eine fantastische Röstireibe, ideal für das Schweizer Nationalgericht Berner Rösti. Leicht und schnell werden durch die Küchenstolzreibe lockere, flockige Kartoffeln zur Rösti gerieben. Und wenn es dem Ende zugeht, Fingerschutz draufgeben und bis zum Schluss alles fertig verarbeiten. Glaube mir, Gabi, noch nie hast du schneller, leichter, einfacher solch fantastische Rösti verarbeitet. Das absolute Highlight ist aber die feine Multifunktionsreibe. Die Gabi erlöst uns in der Küche von einer Blechreibe. Creme für Würsteln, für gesellte Semmel oder Apfelcreme. Über die ganze Reibfläche leicht drüber gleiten und bei der Reinigung kein kompliziertes Auskratzen. Einfach nur kurz ausklopfen und die Reibfläche ist wieder sauber. Jetzt zeige ich dir den Parmesan, den du zuerst sehen wolltest. Ingwer zum Beispiel, ganz fein verarbeitet, ein eigenes Kapitel. Und sogar Schokolade können wir auf dieser praktischen Reibe perfekt und fein verarbeiten. Eines der bewährtesten Küchengeräte ist dieses Garnierschälmesser mit einer Pendelklinge. Es schält praktisch jedes Obst und Gemüse ganz sauber und ganz fein ab. Egal ob lange Früchte wie Gurken oder Karottenrettiche, runde Früchte oder zum Beispiel harte Wurzeln wie Sellerie oder zum Beispiel auch Krähen werden appetitlich sauber gleichmäßig mit wenigen Handgriffen gestellt. Runde Früchte schälen wir immer nach einer Seite, für links und für rechts sind wir geeignet und das lange Gemüse schälen wir im Vor- und im Retourgang. Das heißt, durch leichtes darauf runterziehen, wird alles gleichmäßig dünn geschält, Gabi. Und jetzt schon her. Bei Kartoffeln immer das Messer ansetzen, nach einer Seite rundherum gehen. Sollten dann noch schlechte Stellen oder Augen sein, können wir mit der Spitze auch die Augen entfernen. Aber die Rückseite vom Gerät macht dieses Garniermesser so wertvoll. Es ist nämlich ein Garnierstecher und den können wir alles wunderschön dekorieren. Egal ob Tomaten, ob Kiwifrüchte, sämtliches Obst und Gemüse, welches weich ist, stechen wir auf und können beide Seiten für eine wunderschöne Dekoration verwenden. Für den Obstteller, für die Salatplatte ein wahres Gedicht. Und mit der Garnierschlaufe machen wir ein wunderbares Radieschenröschen. Von oben nach unten einschneiden, aber nicht wegschneiden, sondern zurückgehen. Schau, Gabi, so machst du oder machen Sie zu Hause mit wenigen Handgriffen Ihre Salatplatte zum kulinarischen Ereignis. Schau, ist das lieb. Ah, sieht das prächtig aus. Und diese Metallspitze hier ist auch ideal für Garnierungen. Zum Einritzen von Zitrusfrüchten, ohne das Fruchtfleisch zu verletzen, so kannst du die Frucht hinterher leichter schälen oder als Dekoration für das Dessert oder auch für köstliche Obstsalate verwenden. Interessant. Und jetzt, Gabi, habe ich noch den kleinsten und besten Entsafter der Welt. Der besteht aus nur drei Teilen. Einem Fruchthalter, einem Mittelteil mit einer Fräse und einem Kegel, das ist sozusagen der Filter, und einer Auffangschale, dass der köstliche Fruchtsaft unterhalb gleich aufgefangen wird. Es wird einfach nur hier eingesetzt und dieser Teil rastet ein, im Gegensatz zu mir, du weißt, ich raste hier und da aus. Und an der oberen Seite, in den Fruchthalter, geben wir jetzt die Zitrusfrucht, in dem Fall Mandarinen. Zitrusfrüchte brauchst du nämlich nicht zu schälen. Die werden mit der Schale verarbeitet und was übrig bleibt, das ist nur mehr dieser Teil, den wir nicht verarbeiten, die Schale und nichts als die blanke Schale. Das heißt, Fruchtfleisch und Saft werden über den Kegel gefräst und durch die Löcher entsaftet. Das ist die natürlichste, einfachste und beste Art, Fruchtsäfte zu erzeugen. Und David, du kannst mir eines glauben, es gibt kein gesünderes Vitamin C als das selbstgepresste, das selbstentsaftete. Weil ich habe noch nie eine Orange, noch nie eine Zitrone gesehen, wo drauf steht, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder exotische Früchte verarbeiten wir leicht und einfach, wie zum Beispiel auch die Karambolfrucht. So, und auch hier bleibt nur mehr die blanke Schale über. Das Endprodukt, das ist sensationell. Vitaminreicher, Multivitaminsaft, das heißt ohne chemische Konservierung, ohne Farbzusätze, ohne Emulgatoren, ohne Stabilisatoren und restlos bis zur Schale alles aufgearbeitet. Selbst Beerenfrüchte, ja selbstverständlich, Gabi, Beerenfrüchte werden bei uns entsaftet. Da brauchst du keine teure Saftpresse mehr zu kaufen, eine Beerenpresse. Das alles ist für den Haushalt ja viel zu teuer und viel zu kompliziert bei der Reinigung. Ein Glas Traubensaft im Handumdrehen fertig. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Sensation. Die Wassermelonen vergammeln oft im Kühlschrank, werden im Ganzen gekauft, weil sie billiger sind. Wir verarbeiten sie zu einem Fruchtsaft. Na selbstverständlich auch einen Apfel. Das geht so leicht und so einfach. Hier bitte nicht zu stark drücken. Das Geheimnis liegt im Drehen. Der Apfel wird nicht gepresst, der wird nämlich gefräst. Und jetzt schon her, mit wenigen Handgriffen habe ich wunderbaren Apfelsaft bis zum letzten Rest aufgearbeitet. Bei einem elektrischen Safter müsste ich das Obst kompliziert zerkleinern. Hier wird der ganze Apfel verarbeitet. Und jetzt schon her, das nenne ich naturreinen, gemischten Melonen-Apfelsaft. Köstlich, appetitlich, sauber, bis zum letzten Tropfen wird der Apfel verwertet. Und das ist die Reinigung, ein Kinderspiel. Einfach nur abspülen, abtropfen lassen und das Ganze schon wieder sauber. Und jetzt, Gabi, probier mal diesen herrlichen Multivitaminsaft. Ja, das ist reine Natur, ohne chemische Konservierung.
schmeckt wirklich sehr gut. So leicht ist es, gesund zu leben. Da hast du recht. Liebe Zuschauer, das war wirklich eine überzeugende Demonstration von Peppi mit Küchenstolz. Der seit Jahren bekannte und bewährte Küchenstolz-V-Hobel mit Rohkostreibe, Turboschäler und Fitnesssaftpresse bringt Gesundheit und Fitness in Ihr Leben. Genießen Sie dekorative Salate, leckere Gemüseplatten, bekömmliche und auch exotische Rohkostgerichte und frische, gesunde Säfte. Alles zusammen zum super Sonderpreis von nur 39,79 €. Rufen Sie gleich an. Vielen Dank, Peppi. Liebe Gabi, ich danke dir. Und jetzt bestellen Sie schnell und rufen Sie an bei unserer Telefonnummer. Tschüss. Wählen Sie die eingeblendete Telefonnummer und bestellen Sie das Küchenstolz V-Hobel-Set zum aktuellen Sonderpreis von nur 39,79 €.